Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pains Creek Killings. Ich habe mir bin diesmal vorbereitet, ich habe Notizen gemacht, was ich alles vergessen habe in der letzten Aufnahme. Zum Beispiel wollten wir in den Sicherheitsraum gehen. Der Raum im zweiten Stock, wofür wir einen Code brauchen. Den ich mir dann nach der Aufnahme noch aufgeschrieben habe, nämlich. Und zwar 0, 2, 5, 2, 4, 1. Damit geht das auf Security Room. Guten Tag. Jemand da? Wir haben Schlüssel. Die wir gleich nehmen. Nur noch irgendwas wollten wir machen, aber ich weiß einfach nicht mehr was. 18. März 1994. Letzte Nacht ist jemand durch den Garten gerannt. Ein Mann ungefähr 1,65 cm groß mit einem Kapuzenpullover. Ich habe es richtig in Meter gesagt, aber es steht da in Zentimeter. Kletterte über die Zaunmauer in den Garten. Er rannte in den Hinterhof und sprang über die hintere Mauer. Die Überwachungskamera hat sein Gesicht nicht aufgenommen. Mr. Roberts hat verlangt, dass bis zum Ende der... Weiter geht der Text nicht, okay. 25. März 1994. Eine neue Lieferung von VHS-Kassetten ist angekommen. Bitte nutzen Sie die neuen Kassetten, anstatt die alten zu überspielen. 6. April 1994. Ich habe eine Notiz von Magdalene Roberts gefunden. Sie steckte zwischen einem der alten Logbüchern. Darin wurde die Suche nach einer vermissten Kassette einer Überwachungskamera vom 24. Juni 1974 gefordert. Scheinbar wurde die Kassette nie gefunden. Wir schreiben das mal eben auf, vielleicht könnte das wichtig sein. 28. Juni 75. 28. Mai 1994. Heute fängt ein neuer Wachmann bei uns an. Sein Name ist Samuel Green. Tom Parker wird sein Lehrer sein, damit er schnell lernen kann. 4. Juli 1994. Andrew kam wegen... Gegen 23 Uhr zum Anwesen. Er sah sehr betrunken aus. Scott wurde gerufen. Er war gegen 23.15 Uhr da und brachte Andrew nach Hause. 12. August 1994. Heute ist Tom Parkers 20. Dienstjubiläum auf dem Anwesen. Nächsten Monat wird er in den Ruhestand gehen, um sich um seine kranke Frau zu kümmern. Vivian hat uns eine Abschiedsparty für ihn am 30. August 1994 gebeten. 2. November 1994. In Paints Creek macht eine komische Geschichte die Runde. Stephanie, ein 6-jähriges Mädchen, verschwand an Halloween. Scheinbar ist sie ein paar Glühwürmchen in den Wald gefolgt und es fand den Weg nicht mehr nach Hause. Ihre Eltern riefen die Polizei. Sie starteten eine Suche, aber konnten sie nicht finden. Sie wurde von den Glühwürmchen mitgenommen. Echt jetzt? Kennt jemand den Film Das letzte Glühwürmchen? Ein Film, den ich nie wieder gucken werde. Ich habe ihn einmal geguckt und den gucke ich nie wieder. 2 Stunden später kam Stephanie gesund und munter nach Hause, zu Hause an. Als man sie fragte, wie sie den Heimweg gefunden hatte, sagte sie, dass eine junge Frau sie fand, als sie weinte und sie dann nach Hause brachte. Sie kannte den Namen der Frau nicht, aber erinnerte sich an sich, dass sie hübsch war und langes schwarzes Haar hatte. Sie trug ein schwarzes Kleid, so wie es die Hausmädchen im Anwesen tragen. Will sich vielleicht doch jemand an der Familie Roberts rächen, der nicht unbedingt, Scott heißt? Das Seltsame ist, dass, als ich herumgefragt habe, alle Hausmädchen an den Abend gearbeitet haben. Nix. Okay, da sind VHS-Kassetten. Ach, wie schön war das noch mit VHS-Kassetten, als man sie zurückspulen musste. Die Videos dabei so witzig aussahen. Ja, ich bin in dieser Zeit geboren. Zwar als es gerade ausgestorben ist, aber ich bin in dieser Zeit geboren. Bernard Hopkins. Brauche ich die Adressen? 31. Silver. Tyler? Auch Silver. Aber da war ich schon. Ich meine, in 43 war ich.
Auch? Und die alle im gleichen Haus? Ach, Wanda Tyler. Derek Tyler. Ja, deswegen war ich da. Black Pine. 7. Black. Das ist Andrew. Auch Black Pine. Aber nicht... sieben. Town Center. Wer ist das? Mary Martinez. 10. Town. Arbeitete vorher im Moon Café. Was sind das für Schlüssel? Für die Nenner. Nanny, Trisha und Tea Room. Wo sind die ganzen Räume? Leider nicht. Leider auch nicht. Ah. Hallo? Natürlich liegt da eine Bibel. Wie sollte es denn auch anders sein? Bett wurde nicht gemacht. Ich bin zwar nicht gläubig, aber egal. Katerchen, der unter mir knurrt. Hör auf damit. Ich klau dir nicht dein Wollknäuel. Da liegt was. Aber wir lesen erstmal das. 21. September 1994. Ich kann nicht glauben, dass Andrew sich schon wieder umbringen wollte. Gott sei Dank gibt es Scott. Ich kann mir nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn Scott ihn nicht gerettet hätte. Andrew war nie so, als Laura und Daniel noch hier waren. Ich glaube, selbst Laura als seine Frau hat keine Ahnung, warum Andrew so geworden ist. Ich kann es ihr nicht vorwerfen, dass sie ihn verlassen hat und ihren Sohn mitgenommen hat. Ich frage mich, ob sie seitdem nochmal Kontakt hatten. Wegen dem Sohn schon allein, oder nicht? Ist doch üblich. 10. Oktober 1994. Heute habe ich Andrew im Krankenhaus besucht. Er wirkte anders. Er sah so ruhig aus, als hätte er irgendwie seinen inneren Frieden gefunden. Die Krankenschwester sagte, dass Scott fast jeden Tag hier bei ihm war, im Gesellschaft geleistet und sich um ihn gekümmert hat. Andrew hat viel mit Scott gesprochen. Andrew hat mir gesagt, dass er bereit ist, Laura und Daniel wiederzusehen. Das freut mich zu hören. Ich sollte Laura anrufen und ihr die gute Neuigkeiten mitteilen. 13. Februar 1995. Heute war Scott hier und hat meine tropfende Spüle repariert. Das hat er echt gut gemacht. Ich habe ihm Tee angeboten und wir haben eine ganze Weile geredet. Hauptsächlich über die Charles und über Charles und Vivian. Wie ein Kater abgehen kann über ein Stück Papier. Nur ein Fetzen Papier und er geht da total ab. Süß. Wir haben eine ganze Weile geredet, ich habe ihm mein altes Fotoalbum gezeigt. Zu meiner Überraschung wurde Scott ganz ruhig. Er fragte mich, ob er sich eines der Fotos ausleihen kann. Ich wüsste nicht, warum nicht. Er dankte mir und verabschiedete sich ganz schnell. Oh, ich sollte Laura anrufen und ihr von Andrews neuer Situation erzählen. Was für ein Foto. 19. Juni 1995. Es ist irgendwie ironisch, dass Andrew stirbt, kurz nachdem er gerettet wurde. Jetzt auch? Ich habe Laura und Daniel heute auf Andrews Beerdigung getroffen. Daniel erinnerte mich an Andrew. Ich kann es kaum glauben, dass er schon 15 ist. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, war er erst 7. Laura sagte, dass Andrew ihnen in den letzten Jahren Geld geschickt hat. Sie hatte darüber nachgedacht, zurück nach Payne's Creek zu ziehen, damit sie wieder zusammen sein können. Hätte ich Laura bloß von dem Feuerunfall angerufen. Es tut mir so leid für sie. Was für ein Unfall. Dorothy und Trisha vor Jahren. Kommt nicht so. Ja, da war sie ja noch klein. Kann ich das nicht öffnen? Die richtige Taste drücke? Nein, kann ich nicht. Lieber Charles, ich habe für mehr als 20 Jahre hier gearbeitet und ich bin so froh, dass ich meine Zeit hier mit allen verbringen durfte. Ich schätze die Chancen, die du mir gegeben hast und die Zeit, die ich mit Trisha verbracht habe, wirklich sehr. Trisha war mein Ein und Alles und sie hat mich geliebt. Sie hat immer gelächelt, wenn ich sie angerufen habe. Ich wünschte, ich hätte ihr mehr geben können. Trotz allem, was hier in Payne's Creek passiert ist, gibt es Momente reinen Glücks.
die wir miteinander geteilt haben. Diese Erinnerung werde ich festhalten. Es tut mir leid, dass ich gehen muss und nicht mehr für Sie arbeiten kann. Danke für alles. Passen Sie auf sich auf. Liebe Grüße, Dorothy. Naja, ist sie freiwillig gegangen oder musste sie gehen? Okay. Badezimmer geht auf. Geht das auf? Nein. Was ist das für ein Buch? Noch ein Tagebuch. 20. November 1972. Wir haben ein neues Hausmädchen, Sophia. Ich glaube, Matthew hat sie empfohlen. Sie ist wohl seine Cousine. Sie ist sehr hübsch und hat gute Manieren. Sie lernt schnell und tut, was man ihr sagt. Sie war sehr eifrig bei der Sache und fragte, was sie tun soll. Wie sie sich verhalten soll, wenn Charles und Vivian da sind und wie sie ihren Job perfekt machen würde. Ich mag sie jetzt schon. 10. März 1973. Die Typen, die das Essen zum Anwesen gebracht haben, haben Sophia angeglotzt, als ob sie noch nie ein hübsches Mädchen gesehen haben. Ich musste Sophia bitten, zurück ins Haus zu gehen, damit niemand auf dumme Ideen kommt. Ihre Uniform sollte wirklich mehr von ihr bedecken. Naja, vielleicht sollte sie auch einfach ordentlich tragen. 20. Juni 1973. Matthew kommt manchmal vorbei und sieht nach Sophia. Ich sag ihm, dass er sich zu viele Sorgen macht und Sophia von allen geliebt wird. Matthew freut sich jedes Mal, wenn ich ihr das sage. Ihm. Ich das sage. Ohne ihm. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denken, dass Matthew sie mag. Naja, vielleicht ist sie ja auch nicht seine Cousine. Sondern sie sagen es einfach nur. 24. September 1973. Heute hat es stark geregnet. Sophia und ich machten gerade Teepause, als sie fragte, wie fühlt es sich an, geliebt zu werden? Ich sagte, naja, es fühlt sich genauso an, wie wenn man mit seinen Eltern zusammen ist. Sie war für einen Moment still und sagte dann, das kann ich mir nur schwer vorstellen, ich habe nämlich keine Eltern. Ich wusste nicht, was ich darauf antworten sollte, aber nach der Pause habe ich entschieden, mich mehr um sie zu kümmern. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Oh Gott, ist der Spiegel. Dreckig oder kaputt? Nix. Wirklich gar nichts. Klorollen. Braucht jemand Klorollen? Okay. Trishas Zimmer. Wir sind jetzt... Wo? Es gibt einen Dachboden. Ich finde mich gerade nicht zurecht. Oh, da müssten wir sein, richtig? Nein, da war doch ein. Das müsste das Teezimmer sein. Geht das denn auch jetzt auf? Ja. Sehr schön. Das ist das Teezimmer? Dann habe ich eine Orientierung, wenn das das Teezimmer ist. Teezimmer? Da. Dann waren wir gerade da. Dann muss ich jetzt... Gleich dahin. Guten Tag. Da ist noch ein Bild umgedreht. Das ist eine. Entschuldigung, da ist kein Bild umgedreht. Ich sehe das jetzt erst. Ah, vielen Dank, dass du mich darauf hinweist. Kissen oder Bettbezüge falten. Im Gegensatz das, was ich nicht kann. Bettbezüge falten. Das ist ja auch eine schwere Sache. Nelson und Brown Investigation 206 Fillmore Road, Northfield. Oh, Northfield, das kennen wir doch irgendwoher. Untersuchung der Spendengelder, da steht nicht Sprenggelder. Des Pancreas Community Hospitals. Sehr geehrte Miss Vivian Roberts, unsere letzte Untersuchung zeigt, dass Dr. Henry Johnson Gelder von der Roberts Relief Foundation veruntreut hat. Er sendet das Geld in kleineren Summen auf ein privates Offshore-Konto, das auf den Namen Jefferson Investments LLC läuft. An jedem 5. eines Monats wird die genaue Summe von 9.990 überwiesen, angeblich als Bezahlung für medizinische Vorräte und Ausrüstung. Jedoch gibt es weder für die Ausrüstung noch für die Vorräte Belege. Diese Situation besteht seit 16 Monaten. Stand jetzt hat er fast 160.000 veruntreut. Mit freundlichen Grüßen, Roland Brown. Ja, Geld wurde veruntreut. Okay. Was war das? Da bin ich eben mal gesprungen. What's this? Ja, untersuch doch bitte. How does...
It failed to ruin the life of so many. Wie fühlt es sich an, das Leben von vielen zu ruinieren? Oh, ein Schlüssel. Ein Schlüssel von exquisitem Design. Oh, Vivian Roberts Tagebuch. Freitag, 28. April 1972. Charles stellt sich zur Wahl. Ich habe mich mit Wilson und Edwards gesprochen. Und beide wollen uns unterstützen. Ich glaube, es tut sie nicht nur, um geschäftliche Vorteile rauszuziehen. Vielmehr glauben sie an Charles. Ihre Unterstützung wird der Moral unserer Partei verbessern. Freitag, 30. Juni 1972. Heute ist unser Jahrestag. Charles hat mich in mein Lieblingsrestaurant eingeladen. Das war eine große Überraschung und ich war so glücklich, weil ich dachte, er hätte es vergessen. Nach dem Abendessen sind wir den Rest des Abends am Strand entlang spaziert. Hier gibt's einen Strand? Aha. Wir haben uns unterhalten wie verliebte Teenager. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich zuletzt so sorglos war. Mittwoch, 9. August 1972. Okay. Magdalene kommt. Was soll ich tun? Sie fragt immer, wann wir Kinder haben werden. Ich glaube, dazu bin ich noch nicht bereit. Nicht, wenn ich mich noch von der Fehlgeburt erhole. Sie hat eine Fehlgeburt, aha. Freitag, 13. Oktober 1972. Freitag, der 13. Edwards hat heute angerufen und versucht, mich zu einem Gefallen bezüglich einer geschäftlichen Vereinbarung zu drängen, über die wir noch vor Monaten gesprochen haben. Ich habe es abgelehnt, weil es die Vertrauensvereinbarung zwischen unseren Firmen verletzen würde. Ich hätte nicht erwartet, dass er mir damit drohen würde, Charles nicht mehr zu unterstützen. Wenn das passieren wird, dann bitte. Ich verliere lieber seine Unterstützung, als dass ich Geschäfte mit Leuten ohne Integrität mache. Lasst ihr euch euer Wasser mal in Ruhe? Ich habe ein Wasserglas für die auf dem Tisch stehen im Wohnzimmer. Weil sie ständig an mein Wasserglas gegangen sind. So als Fake-Wasserglas von mir. Oh, so eine Uhr. Hat das ein Schlüsselloch? Gegenstand platzieren. Aber nicht der schöne Schlüssel, richtig? Funktioniert nicht, hätte mich auch sehr gewundert. Ich dachte jetzt. Besteck, braucht jemand eine Gabel? Okay, orientieren. Wir stehen jetzt da und wir müssen nach links. An der Treppe vorbei, die erste. Hier. Ach, warte. Ich wollte den exquisiten Schlüssel noch an dem Schreibtisch probieren. Ne, okay. Guten Tag. Schöne Tapete. Würde ich aber nicht haben wollen. Kann ich den Schlüssel hier benutzen, eventuell? Nein. Ein Vogelkäfig ohne Vogel? Den hat sie wahrscheinlich selbst. Trisha hat darum gebeten, dass all ihre Bücher in ihr Zimmer in Krankenhaus gebracht werden. Also muss ich jetzt rausfinden, welches ihr Krankenhauszimmer ist. Oh, ein Tagebuch. Was ist das? Gehört da der Schlüssel vielleicht hin? Ein Tagebuch. 13. November 1988. Scott ist ein seltsames Kind. Sehr still. Ich finde, die anderen Kinder sollten ihn nicht ärgern und hänseln. Ich frage mich, warum Scotts Eltern ihn nicht wollen. 6. Januar 1989. Ich mag die außerschulischen Aktivitäten nicht, vor allem Ballett. Es ist schwierig und langweilig und ich hasse gute Umgangsformen. Was ist falsch daran, ich selbst zu sein? Ich muss nicht wie Mom sein. 3. August 1989. Ich habe Dad eine Weile nicht mehr gesehen. Ich frage mich, wann er zurückkommt. Jedes Mal, wenn ich ins Arbeitszimmer gehe, rieche ich seinen Tabakgeruch. Es ist eine perfekte Erinnerung an ihn, wenn er so lange weg ist. Ich vermisse Dad. Mom arbeitet immer. Sie ist so beschäftigt mit anderen Leuten, dass sie keine Zeit für mich hat. Manchmal frage ich mich, ob Mom mich liebt. Vielleicht sollte ich Dorothy eher Mutter nennen.
Arbeitszimmercode 44. Ich liebe ja solche Schreibtische. Leider habe ich selbst so einen nicht. Hätte ich gerne. Aber wenn es nicht so sein soll, dann ist es halt so. Außerdem weiß ich gar nicht, wo ich ihn hinstellen. Och, ich hätte eine Idee, wo ich ihn hinstellen könnte.